Schönen guten Tag. Mein Name ist Krause. Ich bin Vorstandsvorsitzende des Verbraucherdienst e.V. aus Essen. Heute haben wir das Thema Kredit ohne Schufa. Es werden von einem Anbieter Seiten im Netz gestellt, womit geworben wird, Kredit ohne Schufa. Das Problem bei solchen Angeboten möchten wir heute einmal erörtern. Wir haben hier eine Dame, die sich an den Verbraucherdienst gewandt hat, weil es geht hier um den Anbieter Bavaria Finanz. Sie hat also am 23. März eine Kreditanfrage, die ja ganz online-mäßig, ganz einfach stattfinden kann, an die Bavaria gestellt und dann wurde ihr ein Anruf zugesichert. Sie schreibt also an die Bavaria: sehr geehrte Frau, ich wurde gebeten, eine Frau anzurufen zwecks der Kreditauszahlung. Doch es geht keiner ran und es wird einfach aufgelegt. Können Sie mir weiterhelfen? Da schrieb dann die Bavaria. 2 Minuten später kam eine E-Mail an unser Mitglied, wo dann drin steht: sehr geehrte Frau, wie besprochen, übersenden Sie uns bitte die Ihnen zugesandte schufafreie Express- und Kreditanforderung und Einkommensnachweis. Vielen Dank für Ihr Interesse am Finanzmanagement-Paket OVM, Leistungsbeschreibung PDF unseres Kooperationspartners OVM GmbH. Sie genießen dadurch zahlreiche Vorteile. Kreditantrag, Bearbeitungszeit, Zeitspannend in Echtzeit und so weiter und so fort. Das Ganze genießen Sie natürlich, viele weitere Optionen und natürlich 14 Tage gratis testen. Bei dieser E-Mail ist ein sogenannter Freischaltlink hinter. Mit freundlichen Grüßen, Bavaria Finanz. In dieser E-Mail ist weder eine Widerrufsbelehrung noch ist ein Kostenhinweis gegeben, dass nach den 14 Tagen angeblich eines Gratis-Testen irgendwelche Kosten entstehen. Tatsache ist, dann 2 Minuten später kommt wieder eine E-Mail von der Bavaria Finanz mit folgendem: prüfen und signieren. Sehr geehrte Frau, der Betrag wurde genehmigt. Bitte auf die genehmigten Verträge in der E-Mail klicken und digital signieren. Somit ersparen wir Ihnen und uns den Postweg und die Abwicklung kann heute noch eingeleitet werden. Also, es wird suggeriert, nach meiner Meinung, dass hier die Kreditvergabe beendet ist, weil da steht auch FS-Vertrag genehmigt. Bitte beachten Sie, dass auf 2 Dokumente eine digitale Signatur erforderlich ist. Mit freundlichen Grüßen, Bavaria Finanz. Diese Dame hatte einen Kredit nach ihren eigenen Aussagen in Höhe von 8.000 Euro beantragt. 6 Monate später schreibt die Dame an Bavaria Finanz: guten Tag, vor einer Weile habe ich einen Kredit angefragt bei Ihnen, habe knapp 300 Euro an Vermittlung bezahlt und jetzt bucht eine OVM 14,90 Euro ab. Können Sie mir hierzu helfen? Die Dame hat natürlich diese Abbuchung zurückgegeben und darauf erfolgte natürlich eine Zahlungsaufforderung mit Mahnstufe 2 durch die OVM GmbH. Für uns ist das so zu sehen: außer Spesen nichts gewesen. Der Kredit nach der Aussage unseres Opfers wurde nicht ausgezahlt. Außer Kosten 300 Euro zuzüglich 24 Monate 14,90 Euro für ein sehr fragwürdiges Finanzmanagementpaket, mehr blieb der Frau nicht. Und jetzt musste sich diesen auch noch widersetzen. Ich kann nur sagen: teures Geschehen, bitte lassen Sie die Finger davon. Es ist nur dringend abzuraten. Und sollten Sie eine derartige Anfrage gemacht haben und sollten Sie auch Mahnstufen 2 oder 3 oder 4 von irgendjemandem haben, weil in der Regel, wenn Sie die Mahnstufen und die Zahlung nicht leisten, wird sich ein Inkassounternehmen melden. Uns ist bisher bekannt, dass das die Euro Invest Inkasso UG, auch haftungsbeschränkt, aus Nürnberg ist. Wir können nur raten, dass Sie eventuell vielleicht das Ganze strafrechtlich überprüfen lassen, die Vorgehensweise,
aber auf gar keinen Fall ohne rechtliche Unterstützung Zahlungen leisten. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und verabschiede mich.